Servus und hallo, willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FA mit der österreichischen Polizei. Ja, wir wählen jetzt gleich wieder mal die Uniform aus. Wir fahren heute mit der Cobra auf Streife, also mit der Spezialeinheit der österreichischen Polizei. Wie man da schon gesehen hat, eben der Skin. Und wir nehmen uns diesen Riot, also das gepanzerte Riesenauto. Ist jetzt nicht von der österreichischen Polizei, sondern von LSPD. Aber es erfüllt seinen Zweck. Wir werden heute auch Kollegen mitnehmen. Die müssen wir jetzt mal nur dazu einladen. Da haben wir es schon. Ja, einer steckt hinten an, der andere steht auf der Seite. Die wollen, kein Problem damit. Dann werden wir gleich mal loslegen. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. We've got a possible 484 and Little Soul. Poplifting machen wir nicht. We've got a civilian in need of assistance and Rockford Hill. Ist auch nicht. Wir suchen uns da seinen Einsatz raus, der eher so zum SWAT-Team dazugehört, also zur Cobra-Einheit in unserem Fall. Various Dog, das auch nicht. Ah, UVD hätte passt eigentlich. Schauen wir, wird hier noch was kommen. Citizens reporting. Assistance required in Little Soul. Gang Attack. Das werden wir machen. Das nehmen wir. Da ist sicher einiges los dann. Also beim Strip Club ist dieser Gangangriff. Also wie gesagt, das Auto jetzt nicht von der österreichischen Polizei, aber so der Skin selber, also die Uniform, finde ich ziemlich gut gemacht. Passt sehr gut. Ist wahrscheinlich auch nicht 1:1 der österreichischen Cobra nachempfunden, aber es passt sehr gut. Und ja. Das nächste Mal werden wir, wenn ich eine SWAT-Folge mache, also eine Cobra-Folge, werde ich ein anderes Auto nehmen. So was nicht von LSPD ist, sondern ein echtes Auto. Ich glaube, ich habe da sogar schon einen Chevrolet. Aber jetzt mal zum Gangangriff. Okay, da stehen wir schon, die haben noch nicht ganz gecheckt, dass wir da sind, glaube ich. Sind das überhaupt? Oh ja, sind sie denn? Ah, da schießt schon der erste. Gut. Ah, da schießen alle, die rauskommen. Andere Waffe, ah, da schießt keine Zeit. Da schießt auch einer. Alter, was ist da los? Egal, ob wir noch meine alle schießen. Schießt auch nochmal an und keiner stirbt, das ist der Wahnsinn. Ich ziele auf ihn und schieße aufs Auto. Einmal noch treffen und ich bin tot wahrscheinlich. Passt. Schauen wir, wo da noch einer ist. Da hinter der Mauer. Ist
das ist die letzte hintere Säule. Kann man es verhaften können oder ob sie weiter schießt? Nein. Dann müssen wir sie schießen. Okay, alle Gangmitglieder neutralisiert. Sammeln da mal alle Waffen ein, dass da nicht irgendwer auf dumme Ding kommt. Ja, weiter geht's. Die Kollegen haben sehr gut geholfen. All units, citizens report an assault on a civilian in Strawberry. Oh shit, der Reifen kaputt. Jetzt müssen wir das Auto reparieren. So schnell geht das. We've got a possible robbery at the da haben wir wieder den Juwelier. Das werden wir auch gleich machen. Da ist eh immer gescheiter, wenn man da wen mit hat. Alleine ist das normal ziemlich heavy. Sorry. Fahren alle im Weg, nur an, das ist Wahnsinn. Keiner fährt auf die Seite. Das hab ich gehabt. Polizei hat Vorrang, die hat immer Vorrang. Wir sollten mal eklig da sein. Nur froh, dass sich die Kollegen durch sehr gut festhalten auf der Seite, also die können uns erschüttern. Ah, Kollegen sind noch immer drauf. Was fahren die alle los, wenn ich da komme? Da hat man schon Schüsse. Da fahren auch wieder. Nein, ich glaube nicht. Da fahren wir hinten wieder drauf. Was soll das eigentlich? Da muss ich da vorne stehen. Wir brauchen mal andere Waffen. Pfeilöscher, genau. Wenn wir die Gangster erwischen. Wir noch auswählen, was wir zusätzlich haben wollen. Es geht eben nur bei den FBI-Fahrzeuge oder eben SWAT-Fahrzeuge. Da hat man dann mehrere Waffen mit, eben jetzt auch eine Granate. Werden wir da mal versuchen, in die Tür reinzuwerfen, meine. Weiß. Ja, genau. Das ist eine Glastür und die Glastür ist nicht defekt. Schieß auf Glas und erwischt ihn trotzdem nicht. Na, wo sind die Kollegen? Da ist schon drin. Der ist schon gleich am Boden, aber er lebt noch. Kann man gleich nachhelfen. Wo sind die denn? 1, 2, 3. Da hinten ist einer. Der ist tot. Arsch! Ich hätte nicht reingehen sollen. Na gut. Dann ist der Einsatz mal beendet. Wir warten oder haben da schon gleich einen neuen. Subway Terrorist Activity. Okay, Attack Activity. Ja, das ist immer sehr lustig.
geht schon die erste Bombe hoch. So, wir sind jetzt aber alleine, die Kollegen waren noch beim anderen Einsatz. Aber es sind da eh Kollegen schon vor Ort, wir werden uns gleich nochmal aufrüsten mit den Waffen. Und ja, eine Weste haben wir uns noch drüber anzogen und werden uns da jetzt mal runterbegeben. Zuerst müssen wir da noch Hallo sagen. Okay, die Kollegen gehen gleich. Oh, da steht schon. Rechts ist einer und links am Boden liegt auch einer. Dann haben wir die Kollegen im Schach. Die halten so viele Schüsse aus. Ab nochmal. Am besten gleich im Kopf schießen. Aus, die haben den Strom gekappt, die Terroristen. Noch einer. Hier haben wir da Licht auf der Waffe drauf. Achtung, Bombe. Das dürfte oben gewesen sein. Das sind noch 5 Terroristen am Leben. Die Kollegen haben da schon wieder einen gesehen. Wo ist der? Da links. Ja, Kopfschuss tot. Wieder eine Bombe. Wo ist der? Ah, da ist er. Okay, der ist auch tot. Die Bomben dürften nicht bei uns in der Nähe sein. Die Kollegen haben da auf der anderen Seite noch mal gesehen. Da. Okay. Warum? So, noch einer. Einer muss noch da sein. Ah, der Ring. Der Ring, der davon. Aber wir könnten den noch versuchen zu verhaften. Ne, okay. Kollegen, nein. Kollegen schießen weiter, wenn man wohl ein Signal gibt, dass er die Waffe niederlegen soll. Wenn wir das beenden. Gut, dann haben wir alle Terroristen erwischt. Und wir werden. Schauen, jetzt müsste das Licht dann schon langsam wieder angehen. Dann werden wir noch die Rettung holen. Suspects neutralized. No additional officers. Da liegt ein Zivilist. Vielleicht können die dann wiederbeleben. Licht ist an. We've got an ambulance call in Rockford Hills. Vielleicht können wir auch noch vor die Terroristen irgendjemanden wiederbeleben, dass ich den da verhaften kann. Und deinen Kollegen, da werden wir noch eine extra Streife anfordern, also einen extra Rettungswagen. We've got medical aid requested in Rockford Hills. Respond code 3. Ja, das sind schon die ersten zwei. Wenn wir die Beklärten, dass einer von den Terroristen aufwacht und was ist mit denen? Jetzt auf der Seite vorbei. Hallo. Ja, der Dicke macht's vor. So, da schaut er gleich zum Kollegen. Der macht den Terroristen. Work with me, damn it! It's not our fault. Da müssen wir absichern. Nicht, dass der dann wieder gleich zur Waffe greift und weiter um sich schießt. Ah, they're dead. Okay, er kann nichts machen. Er ist tot. Der Kollege anscheinend auch, der kann auch nichts mehr machen.
Da ist noch ein zweiter Kollege zur Absicherung dabei. Alright, give me something. Ah, den Zivilisten hat er wieder beleben können. Sehr schön. Oh Jesus, we lost them. Oh, wer schießt da? Kollege, ah, der hat einen Terroristen wieder belebt. Okay. Gleich am Boden. Was? Ah, was ist mit dir? Zigo. All units, gunshots reported. Olympic Freeway. Den wollten wir verhaften. Gunfire reported. Boden mit dir. Und gleich die anderen anlegen. So, schauen wir noch, vielleicht haben sie da noch am zweiten. Stay calm, I can save you. Okay, der ist noch dabei. Mal, was da rauskommt. Okay, da kommt der Zug. Das soll sich ja gut beeilen. Okay, kann nichts machen für den. Dann werden wir da mal die Leichenbestatter holen. Oder die Gerichtsmedizin. Sind schon auf dem Weg. Sehr gut. Wir werden da oben jetzt nochmal schauen, ob da noch irgendwer wieder auferstanden ist. Der folgt uns sehr brav, sehr gut. Ja, der eine Kollege ist auf jeden Fall gestorben, da kann man nichts mehr machen. Kann man noch einen zweiten Gerichtsmediziner holen? Nein, das war das Falsche. Nein, geht nicht, okay. Da hat er noch einen wiederbeleben können. Mal schauen. Verhaften wir gleich. Die zwei werden wir dann persönlich auf die Wache führen. Jesus! Die ja keinen Scheiß mehr machen. I'm here. It's gonna be okay. Ah, da hat er noch einen. Give me a chance! Ja, er hat auch den geschafft zum Wiederbeleben. Dafür wird er auch gleich wieder verhaftet. Komm, leg dich am Boden. Na gut, dann werden wir fahren mit den drei. Wenn wir die zurückbringen oder ins Gefängnis bringen. Da ist noch ein Zivilist zu Schaden gekommen. Hoffentlich kann er den wiederbeleben. So, ihr drei dürft gleich mal einsteigen da bei mir bitte. Vorne. Normalerweise lasst es hinten einsteigen. Na ja, genau. Ketcher steckt's her. Na, was mit dem? Okay. Ein Riesenauto kann er nur, wenn nur zwei Personen rein. Okay. Dann werden wir für den Transporter holen. Hinknien und wir funken den Kollegen an, was da kommen soll. Brauchen wir einen Single-Transport und wir fahren schon. Das Polizeirevier ist ja nicht weit weg.
Ja. Okay. Nein, sonst haben wir jetzt keine mehr. Wir müssen mal die zwei im Gefängnis abliefern. Ja, das war's für heute mit dieser Folge LSPD-FA. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne auf unserem Kanal vorbeischauen. Da gibt es noch jede Menge andere Videos auch von anderen Spielen. Am besten durchklicken, anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. We have a police transport requesting escort in Los Santos International.